Hallo, ich wollte euch mal wieder was zeigen. Ich habe bei Google Earth in Mexiko oder es müsste in Mexiko sein, mal gucken. Ja, ist noch Mexiko. Oder Kalifornien, egal. Da in diesem Gebiet habe ich ein Gesicht entdeckt. Man erkennt hier die Nase. Hier geht das zu den Lippen runter. Hier ist der Kinn. Und dann geht das hier so weiter. Geht das hier hoch. Und für mich sieht das hier aus wie ein Ohr. Das sind die Wangenknochen. Hier ungefähr muss das Auge sein. Und hier ist die Stirn. So. Und wenn ich weiter runter gehe, ein bisschen kleiner mache, hat er auch wie Kopfschmuck. Hier ist nochmal das Auge, die Nase, die Lippen, der Kinn, hier ist der Kinn, Wangenknochen, Ohr. Ja, und das hat so eine Form wie ein Gesicht. Ich weiß nicht, ob das schon entdeckt wurde. Und hier ist das oben, vielleicht gehört das noch dazu, hier das lange hier. Ob das hier eine Art Kopfschmuck sein könnte dann. Das gehört alles vielleicht dazu. Ich bin nicht sicher, aber es sieht für mich aus wie ein Gesicht, was ich vorhin entdeckt habe bei Google. Ja, es sieht für mich aus wie ein Gesicht. Ich bin ein bisschen am Rumsuchen gewesen, einfach mal so wieder wie immer und fand das bei Google Erde. Earth. Ja, hier seht ihr es. Jetzt gehe ich noch mal näher ran, da könnt ihr noch mehr sehen. So, jetzt gehe ich, seht ihr, hier ist der Kinn. Das geht dann hier hoch. Das sieht aus wie die Wangenknochen. Hier sind die Lippen. Und hier wie, total abgerundet wie die Nase mit auch einem Knick nach oben. Und ungefähr hier ist das Auge. Hier. Und hier, sagt, wenn man so zurückgeht, sieht das aus wie ein Ohr. Mit Ohrschmuck oder so. Für mich sieht das aus wie ein Indianer oder ein anderes Wesen. Ja, man kann das nur von oben sehen. Ja, wenn es euch gefallen hat und wenn ich noch weitere Sachen entdecke bei Google Erde, werde ich euch weiter interessante Sachen zeigen, die ich entdecke. So, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Man sieht auch hier noch, wie bei uns ist alles wie ein Gesicht. So sieht es aus.